Hi Leute, heute geht es um das natürliche Verlangen nach mehr oder besser gesagt nach allem. Und zwar ist euch vielleicht schon aufgefallen, dass auf unserem Planeten alle Leute immer nach mehr streben. Jeder will immer mehr machen. Es ist ein natürliches Bestreben nach mehr. Aber eigentlich ist es nicht nur mehr, sondern alles, was die meisten Menschen wollen. Was jeder Mensch eigentlich möchte, ist alles. Es ist ein auf eine falsche Ebene gebrachtes Verlangen. Heutzutage denkt jeder im Äußeren, wenn er das Haus hat, dann ist er zufrieden und dann ist er glücklich. Aber wenn man mal ehrlich ist, dann hast du das Haus und dann bist du eine Zeit lang vielleicht zufrieden, ganz kurz. Und dann denkst du dir, gibt es da nicht noch vielleicht ein tolleres Haus? Gibt es da nicht ein größeres Haus? Gibt es da nicht zwei Häuser? Also egal was du hast, hat normalerweise jeder Mensch das Bestreben danach, mehr zu haben. Und eigentlich ist es nicht das Bestreben nach mehr, sondern das Bestreben nach allem. Weil wann wirst du mal befriedigt sein? Wenn du König von Deutschland bist, dann schaust du, dass du König der Welt wirst. So. Wenn du König der Welt bist, dann schaust du irgendwo in die Sterne, schaust du irgendwo andere Planeten an und denkst, hey, gibt es da nicht vielleicht noch mehr? Manche Menschen sind ein bisschen lethargisch, die pendeln, die sind dann kurz ganz zufrieden, wenn sie mal in einem gewissen Zustand sind und dann geht es ihnen wieder schlecht, dann sind sie einfach zufrieden, wenn es ihnen wieder ganz normal geht. Aber im Grunde hat jeder auf Dauer gesehen das Bestreben nach allem. Und das Bestreben nach mehr ist einfach nur auf die falsche Ebene, auf eine körperliche Ebene verlagert. Dieses Verlangen nach mehr ist eigentlich das Verlangen nach allem. So, und das erreichst du nicht über die physische Welt, sondern übers Bewusstsein. Weil überleg mal, diese physische Welt hier macht's aus, dass es Grenzen gibt. Dein Körper ist definiert durch eine Grenze. Jedes Individuum, jedes Lebewesen ist gekennzeichnet durch eine Grenze. Im Menschen gibt es aber dieses Verlangen, diese Grenzen zu sprengen. Aber wenn du das jetzt auf körperlicher Ebene machst, dann ist das nicht sehr schön. Man kann es vielleicht mal mit Sexualität probieren. Aber irgendwann wird da auch ein Bestreben nach noch mehr kommen. Und wo Grenzen sind, wenn du alles willst, auf körperlicher Ebene, aber wo Grenzen sind, wo dein Sein überhaupt definiert ist, nur durch eine Grenze, wenn du dann alles willst, dann kannst du kein Körper mehr sein. So. Und dann kommt man auf eine andere Ebene und da ist man vielleicht besser dran. Wenn man beim Glück auf eine andere Ebene sucht. Das heißt nicht, dass man lethargisch rumhängt und nichts mehr macht. Sondern man ist einfach glücklich und probiert diesen glücklichen Zustand in sich selbst zu erzeugen. Weil jedes Gefühl ist immer nur im Kontext, in dem du es siehst. Für den einen ist es Leid, einen Marathon zu laufen. Für den Nächsten ist es irgendwie die Erfüllung des Lebens. Wenn du eine gewisse Einstellung in dir erzeugt hast, dann kannst du selbst durch körperliches Leid gehen mit Freude. Manche Leute grinsen und schneiden sich eine Hand ab. So, ob das clever ist, sei mal dahingestellt. Aber wenn du deine Einstellung änderst, dann ist die Sache, die du tust, nicht ausschlaggebend.
ob du dabei glücklich bist. Weil ob du Glück bei was erfährst, ist nur ausschlaggebend, wie du den Kontext in dir setzt. Du kannst Glück bei allem erfahren. Du kannst in jeder kleinen Handlung Glück erfahren. Und dazu musst du nicht eine gewisse Sache machen. Es ist nicht so, dass du deine Traumfrau heiratest und für immer glücklich bist. Du bist vielleicht mal kurz glücklich, aber auf Dauer bist du vielleicht nicht mehr glücklich, wenn du es schon gemerkt hast. Das heißt, nur deine innere Einstellung und was für ein Bewusstsein du entwickelst, bestimmt darüber, wie glücklich du bist, wie du die Welt wahrnimmst. Das ist deine Wahrnehmung, ist der Kontext, den du erstellst. Und wenn dir das bewusst ist, jeden Moment, dann kannst du in die Richtung gehen, alles einzuschließen, alles zu bekommen. Und auf einer geistigen Ebene ist es möglich. Vielleicht. Du weißt es nicht. Aber auf einer körperlichen ist es definitiv nicht möglich, alles zu bekommen. Weil dein Körper ist nur dadurch definiert, dass er eine Grenze hat. Das ist der wichtige Punkt. Genauso gibt es auf dem Planeten ein gewisses Vorkommen an allen Stoffen, an allen Sachen. Es hat noch nie jemand hier plötzlich neue Masse aus dem Nichts geschafft. Dieser Planet ist begrenzt. Körperlich, physisch. Und hier hat man ein gewisses Vorkommen. Und wenn unsere Wirtschaft zum Beispiel immer nach mehr strebt, dann kann diese Rechnung nicht aufgehen. Und das ist der Punkt, strebt nicht nach mehr, sondern du solltest nach allem streben. Und das auf geistiger Ebene und nicht auf materieller. Mach, was auch immer dir beliebt und genieß es. Es ist der Kontext, den du gibst. Es ist deine innere Einstellung, die dein Glück bestimmt. Es sind nicht die äußeren Dinge. Ein kleines Beispiel wollte ich noch nennen zum Abschluss. Ist mir gerade erst danach gekommen. Das hat ein indischer Yogi gesagt. Fand ich ganz schön. Kanal könnt ihr auch mal anschauen. Sadhguru heißt der. Verlinke ich mal oben, wenn ich dran denke. Ich hoffe doch. Wenn nicht, erinnert mich dran in den Kommentaren. Auf jeden Fall hat er gesagt, probier mal bis unendlich zu zählen. Probier materielle Dinge anzuhäufen. Mehr und mehr. Und dann irgendwann bei unendlich anzukommen. Du zählst nicht 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und kommst irgendwann bei unendlich an. Und wenn du merkst, dass du was erreichst, so, dann bist du kurz glücklich, aber dann willst du plötzlich wieder mehr. Das heißt ja, wann bist du befriedigt? Anscheinend auf Dauer. Nur wenn du alles hast. Aber du wirst niemals da ankommen, wenn du das probierst, indem du irgendwelchen Besitz anhäufst. Du nimmst nichts davon ins Grab mit. Da geht auch nur dein Körper hin. Dementsprechend, wenn du bis unendlich zählen möchtest, dann brauchst du nicht mit Zählen anfangen. Nur noch als kleiner Gedankenanschluss zum Ende. Macht's gut, Leute. Ciao.